Gut, ich möchte ein kleines Projekt vorstellen. Und zwar löst es ein Problem, was wir in unserer Freifilm-Community hatten, was auch bei OpenWrt oder Lead halt ein Problem ist. Und zwar, man hat einen Router, zum Beispiel will man den für Freifunk benutzen oder man will einfach OpenWrt Vanilla drauf flashen. Und die Frage ist, was für eine Datei brauche ich jetzt dafür? Das Problem hatten wir eben auch in unserer Community und das Problem ist halt, wenn man mal auf die OpenWrt-LED-Project-Seite geht, ich werde das jetzt mal demonstrieren, unter Downloads, Stable Builds nehme ich mal, jetzt suche ich mir mal das aktuelle Release aus, da geht es schon ein bisschen los, da muss man klicken und dann steht man jetzt vor dieser Seite halt und fragt sich erstmal, okay, ich habe jetzt irgend so ein, weiß ich nicht, TP-Link 841, weil das steht hinten auf dem Gerät drauf, aber was brauche ich von diesen Images, wo muss ich da jetzt weiterklicken, also diejenigen, die natürlich viel Erfahrung haben, die wissen gleich, ah, das ist dieser Chipsatz und da muss ich Generic klicken und dann habe ich diese Liste. Und dann suche ich jetzt einfach mal nach der Nummer und okay, hab da so ein paar Hashes, die ich mitmatche aus Versehen. Ah, okay, und dann wird man hier fündig und dann hat man hier Factory und Sys-Upgrade und steht jetzt auch keine Erklärung dabei. Wenn man es dann weiß man, okay, Factory ist halt, wenn die Originalfirmware noch drauf ist, man hat das Gerät frisch ausgepackt, dann kann man das, diese Factory-Images, diese Dateien einfach einspielen als Update, als über die Web-Oberfläche vom Hersteller und wenn man dann schon OpenWrt, also dann startet das Gerät neu und man hat OpenWrt oder LED oder LEDE drauf, also Linux und wenn man dann weitere Updates machen möchte, dann muss man halt dieses Sys-Upgrade Image, also diese Dateien halt nehmen, die auf mit sysupgrade.bin enden. Okay, das ist natürlich etwas, was für die meisten Leute viel zu kompliziert ist, weil wenn man zum Beispiel eine Freifunk-Community betreibt, dann baut man halt auch die Images, stellt die halt in so einen Ordner zur Verfügung auf der Webseite und dann kommen dann halt die ganz normalen Leute und wollen da halt für die Freifunk-Community, also haben sie so einen Router gekauft, wollen den halt zu so einem Freifunk-Router umwandeln, wollen sich dieses dann halt dieses Image dann draufladen und stehen auch vor diesem Problem halt, das richtige Image auszuwählen. Und da hat Freifunk Darmstadt, und zwar der CodeDust, schon was programmiert, das hatten wir dann geforkt. Und zwar war das ursprünglich der Gluon Firmware Wizard. Der hat ganz gut funktioniert für Gluon Images, aber unsere Community halt benutzt halt kein Gluon, sondern so Vanilla, OpenWrt, LEDE Images mit ein paar Konfigurationsgeschichten. Da hat das dann nicht so gut funktioniert und dann habe ich entschieden, halt das ein bisschen umzuschreiben mit anderen Features. Und rausgekommen ist jetzt Folgendes. Ich habe das mal auf so einer Domain einfach mal so testweise aufgesetzt. Das ist relativ simpel. Das ist JavaScript HTML. Und zwar, wenn man das halt aufruft, hat man jetzt hier halt die Möglichkeit, einfach mal hier den Hersteller auszuwählen. Also, ich klicke mich mal irgendwo durch. TP-Link sollte da sein, genau. Und dann kann man hier das Modell aussuchen. Also, das ist halt alles wesentlich einfacher. Ich gehe das mal kurz durch. Jetzt muss ich mal TP-Link WR841 suche ich jetzt. Da haben wir es. Dann Revision, da muss man hinten drauf schauen halt. Und dann hat man jetzt hier auch spezielle Firmwares halt, die für den europäischen Bereich halt genutzt werden müssten oder für den amerikanischen Bereich. Das hängt mit den Regularien zusammen. Ist jetzt aber hier auch nicht so wichtig. Da wählt man was aus und dann kann man jetzt hier Erstinstallation oder Upgrade auswählen. Jetzt kann ich hier First Installation wählen und dann habe ich hier nochmal ein bisschen Erklärung und dann kann ich hier wirklich halt die Version runterladen halt. Das ist jetzt hier auch mit Internationalisierung, also ich kann das jetzt auf Deutsch einfach mal umstellen, macht jetzt auch mehr Sinn für das Publikum oder für den Kontext hier. Genau, und das ist für uns ganz praktisch, weil die Leute einfacher dann halt sich das passende Image dann auswählen können. Also draufklicken und dann lädt man das halt runter. So, ich mach mal Cancel. Oder man kann es auch einfach hier über eine Tabelle auswählen. Hier muss ich dazu sagen, die Daten werden hier von Java vom Browser direkt von der LEDE-Seite geholt. Also das ist jetzt hier, also dieser Firmware Wizard, oder man sollte ihn vielleicht Firmware Selector sagen, der holt sich dann die Daten jetzt in dem Fall jetzt von dem LEDE-Projekt und nicht jetzt von der Freifunk-Community, wie es jetzt
auch im Einsatz halt ginge. Aber ich wollte halt zeigen, das lässt sich auch für das OpenWRT-Projekt eben einsetzen halt, weil das OpenWRT-LEDE-Projekt hat eben genau das gleiche Problem und hat eben halt nur so ein Wiki, wo man halt dann die Seite durchsuchen muss und die Informationen sind dann leider auch nicht so klar halt, wie man das ganz gerne hätte. Und hier kann man jetzt einfach auch nochmal hier durchgehen, hat dann die verschiedenen Versionen und man sieht unten halt, jetzt sind wir ja weg, man sieht halt den Download-Link. Und dann kann man auch wieder hier klicken und dann kann man halt das Image runterladen. Also das ist halt ganz praktisch und der erkennt halt inzwischen halt über 700 verschiedene Images halt. Und zwar, der macht das folgendermaßen. Ich gehe mal hier auf das GitHub-Projekt, das ist hier unter Freifunk Bielefeld, der Firmware Wizard. Und die Erkennung läuft über so eine devices.js-Datei. Wenn ich jetzt mal aufmache und das funktioniert hoffentlich. Ja, funktioniert. Dann seht ihr halt, das ist so aufgebaut, dass hier der Hersteller ist und dann der Name von dem Gerät und hier quasi halt so Stichwörter drin stehen, mit der halt das Image dann quasi erkannt wird am Dateinamen. Alles andere, sowas wie DE, US oder so, oder halt die Hardware-Version wird dann automatisch halt rausgezogen. Das heißt, wenn es dann mehrere Images gibt, mehrere Dateien mit unterschiedlichen Hardware-Versionen, also V1, V2 oder was auch immer da drin, dann wird das automatisch erkannt. Das muss dann halt nicht mehr zusätzlich angegeben werden. Das geht aber natürlich hier, da kann man halt für bestimmte, also Dateinamen, die hier dieses drin haben im Namen, da wird dann mal gesagt, okay, das ist jetzt wirklich Version 2. Müsste eigentlich hier gar nicht geschehen, glaube ich, weil dass ja V2 schon da drin ist. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es hier so einen Konflikt ergibt mit diesem Modell. Aber na gut, also so funktioniert das halt. Das ist so eine kleine Datenbank, aus der dann halt die ganzen Informationen rausgezogen werden. Diese ist jetzt so ein bisschen von Hand gepflegt. Teilweise hatte ich da auch so Einträge halt automatisch erzeugen lassen. Und damit hat man schon sehr, sehr viele OpenWRT-LEDE-Images. Und wie gesagt, man kann es auch für Freifunk verwenden, auch für Gluon-Images teilweise, aber leider das Gluon-Framework benennt nochmal Images halt anders um. Da müsste man halt hier noch zusätzliche Matcher halt leider mit reinmachen. Aber wie gesagt, das geht alles. War das eine Frage? Ja, gibt es keine Möglichkeit? Dann bitte über Mikrofon. Danke. Und zu versuchen, diese Namen oder diese Datenbank direkt aus den Profiles vom Gluon bzw. vom OpenWRT zu ziehen? Also was man machen könnte, man könnte die Makefiles vom Source Code des LEDE-Projekt oder / OpenWRT, das wird ja irgendwann hoffentlich dann gemerged, könnte man das halt automatisiert rausnehmen. Das habe ich auch gemacht, halt, um viele dieser Einträge zu generieren, aber das ist halt ein sehr organisches Gebilde, sage ich mal, und nicht verlässlich. Also das hier ist schon irgendwie die elegantere Lösung. Wir hatten verschiedene Ansätze auch so ein bisschen durchiteriert und das war jetzt das Eleganteste halt, was wir finden konnten. Also man muss viele Sachen halt, man muss nur mal so einen Basismatcher machen. Und diese ganzen halt Unterrevisionen und so weiter, das wird dann automatisch aus dem Dateinamen schon extrahiert. Also jetzt auf diesem Beispiel zum Beispiel, diese ganzen Daten halt, die jetzt hier angezeigt werden, die werden direkt von der OpenWRT-Seite geholt oder LEDE Project. Jetzt wollte ich mal gerade die Konfigurationsdatei zeigen, wie das genau abläuft. Und zwar hier Sources. Okay, das ist jetzt hier das Beispiel mit Gluon. Aber was jetzt hier auf der Testseite hier verwendet wird, das ist jetzt gerade diese Zeile. Hier ist da auskommentiert. Und zwar hat interessanterweise, es kann auch für andere Projekte ganz interessant sein, diese LEDE-Projektseite ein JSON-API. Und wenn ich die jetzt einfach mal hier rauskopiere und einfach mal öffne, genau, dann ist das hier so eine JSON-Datei. Die jetzt leider so ein bisschen, Raw Data ist glaube ich ein bisschen, ist auch nicht schöner. Aber man kann erkennen halt, das ist einfach nur ein Array mit Dateinamen und noch den Faden dazu. Und das ist halt das, was dann verarbeitet wird zu dieser schönen Auswahl. Mit anhand eben halt dieser Devices.js Liste, die wir jetzt eben gesehen haben. Also
anhand dessen, was da drin eingebaut ist, und die Daten werden dann halt eben von der Lidis-Projektseite oder eben auch von einfach so einem File-Listing vom Browser halt einfach rausgenommen. Also das kann auch HTML scrapen, das ist das, was wir für Freifunk verwenden. Funktioniert genauso gut. Da ist noch eine Frage. Ja, meine Frage zum selben Thema. Unser Problem ist ein bisschen mit den bisherigen Lösungen und jetzt anscheinend auch mit der, so wie ich es richtig verstanden habe, dass man immer manuell nachpflegen muss, welche Geräte supportet werden. Und das doch wieder ein Aufwand werden kann, gerade wenn man jetzt alle LEDE-supported Devices drin haben will. Ich meine, bei Gluon, da kommen jetzt nicht so viele dazu, da kriegt man es vielleicht noch hin, aber kann man das nicht noch irgendwie sagen, dass man alle, die nicht explizit manuell mit schönem Namen gepflegt sind, werden halt in dann in einem unschönen Namensform zumindest aufgeführt. Das Problem ist im Grunde halt, dass die Hersteller halt da einmal halt das nicht so einfach machen, weil dann halt Hersteller und Produktname aus einem Namen zu extrahieren zuverlässig ist nicht so einfach. Das ist teilweise, würde ich sagen, so ein bisschen halt die Schuld so ein bisschen von Kraut und Rüben bei Lady OpenWrt, wo jetzt gerade auch versucht wird, halt das mit den Namen auch so ein bisschen zu vereinheitlichen. Ich hoffe, dass es dann einfacher zu parsen ist, aber zurzeit gibt es einfach sehr viele Ausnahmen. Beim Gluon-Projekt lösen sie es so, dass dann halt diese Ausnahmen halt, diese Dateien nochmal umbenannt werden, damit es halt konsistenter ist. Was jetzt für das Projekt ein bisschen das Parsing erschwert halt, weil man dann zusätzliche Matcher braucht. Ja, das ist halt erstmal so leider die einfachste Lösung, die wir gefunden haben für uns. Es funktioniert. Ja, es wäre schön natürlich, wenn die Namen so regelmäßig wären, dass man sie einfach so direkt parsen kann und dann sagt, okay, das ist jetzt der Hersteller, dann machen wir vielleicht den ersten Buchstaben groß und das ist der Gerätename und so weiter. Da ist noch eine Frage, bitte. Ja, und zwar, ich wollte fragen wegen den verschiedenen Versionen dann, weil das nächste Problem wäre dann wieder, dass man sagt, okay, man richtet es jetzt auf ein Verzeichnis ein oder eine Version, die man haben will. Zieht der das dann auch mit? Also kann man auch sagen, gut, ich habe jetzt Firmware von 2017 und Firmware von 2016 und 15, würde der das dann auch nochmal unterscheiden? Und genauso beim, es gibt ja für gewisse Geräte Erstinstallationen oder Upgrades. Ja. Und für gewisse beides, wird es dann auch schon mit, erkennt es der Selektor auch oder okay, wie ist es da gelöst? Okay, das sind jetzt, glaube ich, zwei Fragen. Die erste kann ich auf jeden Fall positiv beantworten. Und zwar habe ich das so verstanden, wenn man jetzt quasi halt verschiedene Versionen angibt, also jetzt hier zum Beispiel Sonnfahrt, da soll er halt jetzt einfach das File-Listing vom Browser halt nehmen und da zeigt die Images halt an. Und hier ist auch nochmal eine Version drin. Und hier ist nochmal halt was anderes, ein anderer Pfad. Man kann hier mehrere Pfade nehmen und der kann aus dem Dateinamen auch das Release halt rausnehmen. Also das ist dann halt, hier ist beides stable, das wird dann in einen Bottich halt gemacht, aber hier ist es halt nicht. Da sieht man hier oben, der hat zwei Sourcen, einmal mit so einer Version. Das ist in dem Fall halt das Lady Release 17.0.1.4. Und dann noch etwas, wo keine Version im Dateinamen mit angegeben ist als Release. Aber der Pfad ist halt hier dann, anstatt von Stable steht dann hier Snapshot. Also hier haben wir es zum Beispiel. Also man kann mehrere Pfade angeben mit unterschiedlichen Versionen. Also man kann auch einen Pfad haben und da ganzen Images haben mit unterschiedlichen Revisionen. Also Stable irgendwie oder Unstable. Und der Selektor wird das dann halt schön sortieren halt. Ich weiß nicht, wir sehen es ja, glaube ich, auch bei der Tabelle halt, da haben wir hier Stable und Snapshot, weil ich eben zwei Quellen also als Stable und Snapshot angezeigt habe. Ja, also das war die eine Frage. Und die andere Frage war, glaube ich, kannst du mal gerade über das Mikro sprechen? Zum Beispiel gibt es von Ubiquiti die UAPAC Pro oder ähnliches, die haben nur ein Sysupgrade-Image. In dem Fall wird jetzt hier dann das nur unter Upgrade, glaube ich, hier angezeigt, aber unter Erstinstallation leider nicht. Die Sache ist, was ich mir dabei gedacht habe, ist im Grunde halt, wenn man halt nur ein Sys-Upgrade-Image hat zum Upgraden, weil eben schon OpenWrt drauf ist, und wenn es das nur das gibt, dann ist wahrscheinlich schon vom Hersteller halt OpenWrt oder was Vergleichbares halt drauf. Das heißt, da kann man direkt dann mit Sys-Upgrade, mit diesem Upgrade dann Freifunk drauf flashen. Aber es ist halt beides dann OpenWrt-Lede und
Genau, und deswegen fehlt das hier. Es wäre noch, man müsste, könnte da vielleicht nochmal überlegen, ob man sowas einbaut, aber es war jetzt erstmal so einfacher und jetzt es ist so wichtig für uns. Also unser Gedanke ist zumindest, sowas einzusetzen, um es den Laien einfacher zu machen, die passende Firmware zu finden. Ja. Und wenn der Laie jetzt hier hingeht und sieht, erste Installation, nichts verfügbar, ihr habt da gar keine Firmware. Ja, ist ein valides Argument. In dem Fall müsste man das jetzt einfach nochmal ändern und überlegen halt, wie man das macht. Die Sache ist nur die, ist es halt immer so, wenn halt keine Erstinstallation, also kein Factory-Image halt da ist, dass man dann halt immer halt das Sys-Upgrade-Image nehmen kann. Man kann sagen, ja, das könnte der Fall sein. In dem Fall, ja, wäre das eine Verbesserung, das dann hier auch anzuzeigen. Ja, danke für den Input. Macht Sinn. Gibt es noch die Möglichkeit, weitere Dimensionen auf diesen, diesen Auswahlprozess mit draufzupacken? Also beispielsweise, wenn ich zusätzlich noch mehrere Versionen, ich sage jetzt mal, wenn ich keinen Hood-Selector habe, sondern mehrere Ortschaften anbiete. Mhm. Oder um das Ganze noch komplizierter zu machen, in meiner Domain nach wie vor eine Version anbiete für FastD und eine L2TP-Version. Dafür haben wir leider keinen Support. Das könnte man höchstens lösen, indem man halt wirklich unterschiedliche Firmware-Visits dann aufsetzt unter verschiedenen URLs dann. Wo man sagt, okay, hier klick jetzt auf den Link und dann hast du den Wizard oder den Selector hier für, keine Ahnung, für deinen Hood, also für deinen Stadtteil XY. Ja, wäre halt sehr, sehr toll, wenn es prinzipiell möglich wäre, dort beliebig viele Domains zu Dimensionen zu kaskadieren. Eine Möglichkeit, wie ich das sehe, ist, man könnte es machen, indem man jetzt schon einfach hier das hier verwendet, diese Label, und da sagt, da stellt man dann halt hier seine XY-Hood halt rein. Und dann wird das halt hier eben auch hier so angezeigt. Also dann würde hier zum Beispiel halt Stadtteil X stehen und hier wäre das Stadtteil Y. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Workaround, aber dann hat man natürlich hier nicht die Möglichkeit, Stable, Snapshot oder sowas auszuwählen. Vielleicht eine Idee? Keine Ahnung. Da ist noch eine Frage oder ein Content. Ja, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, diese Meta-Informationen direkt in LEDO oder OpenWRT zu hinterlegen, dass sie direkt dort mitgepflegt werden und dann auch vielleicht von jemandem, der ein Device hinzufügt oder ein Target, dann direkt mit eingepflegt werden und dass es zum Beispiel dann in dieser JSON-API, die du vorhin angezeigt hast, mit angezeigt werden können oder habt ihr da noch gar nicht kommuniziert? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Also du meinst, diese Information... Naja, okay, jetzt ist das Netz leider weg. Ich muss mal schauen, ob ich es gerade wiederbekomme. Also, Netzwerkkabel? Ja. Oh, ja, ein Kabel. Stecke ich das doch mal ein. Und schau mal, ob das klappt. Also die Devices.js-Datei, also ob man diese Informationen irgendwie in LEDI integrieren kann, abfragen kann? Es muss ja nicht irgendwie in Form dieser JS-Datei sein, nur wenn ich es richtig im Kopf habe, dann werden ja sowieso bei jedem Target zumindest geringste Meta-Informationen irgendwie hinterlegt, wie das Target gebaut werden muss und so weiter und so fort. Und dann könnte man da ja in dem Bildprozess eben diese Meta-Informationen hinterlegen, sodass dann beispielsweise am Ende des Builds in das Webverzeichnis noch eine JSON-Datei geladen wird, wo alle Meta-Informationen über alle Devices, die erstellt wurden, hereingeneriert werden oder irgendwas in diese Richtung. Mal ganz unabhängig von dem Format. Ich werde nochmal WLAN probieren. Also dass jetzt beim LEDI-Build-Prozess quasi so eine JSON-Datei so mit den Meta-Informationen quasi rausfällt. Das müsste man natürlich dann als Feature dann irgendwie mergen halt in das LEDI-Projekt oder OpenWRT-Projekt. Prinzipiell, also könnte man das machen, dann muss man schauen natürlich, ob das so auch akzeptiert wird. Das, worauf ich jetzt persönlich ein bisschen zu arbeite, ist halt erst einmal, dass die ganzen Dateinamen halt einigermaßen einheitlich sind, sodass sie auch dann leichter zu parsen sind. Weil diese Devices.json-Datei, die enthält zum Beispiel für diese Ubiquity-Modelle sehr viele halt, ich sag mal, Ausnahmen. Und zwar halt, weil du halt irgendwie ein Ubiquity-Image hast, was
irgendwie eine Version ist und ein Modell, aber in Wirklichkeit ist es auch das Image halt für ein ganz anderes Modell von Ubiquiti. Das ist ziemlich grässlich und ich komme ständig durcheinander. Und diese Magic ist jetzt auch in dieser Devices-Datei drin, aber ich hoffe halt letztendlich, das im LEDI-Projekt dann so weit voranzubringen, dass dann generell auch Images halt, auch wenn sie halt identisch sind, eben zusätzlich generiert werden, eben nur mit den passenden Namen auch. Das ist einfach total verwirrend. Wenn ich jetzt Internet hätte, könnte ich dann vielleicht auch das Beispiel zeigen. Aber im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre dein Ansatz immer noch, dass man irgendwie über das Parsen von den Dateinamen weitergeht. Man kann das Ganze ja tatsächlich von hinten aufzäunen und direkt, man müsste im LEDI-Projekt das ändern, ja. Die Metainformationen irgendwie durchsuchen und dann das als strukturierte Daten. Es war jetzt die einfachste Lösung, anstatt dessen, dass man halt versucht, das irgendwie ins LEDI-Bildsystem einzubauen. Es ist halt organisch, sage ich mal. Das ist halt aufwendig, man muss sich damit im Bildsystem wirklich auskennen. Da sind schon andere Leute dabei, das halt in kleinen Schritten halt zu verbessern, sodass man vielleicht auch die Chance hätte, sowas halt zu integrieren. Das wäre natürlich wunderbar, haben wir leider nicht und das war jetzt halt der Weg des geringsten Widerstandes. Da vorne, bitte. Ja, also ich finde das gut, dass du aufzeigen willst, wo das irgendwie alles inkonsistent ist. Also ich glaube, es macht Sinn, das dann irgendwie konsistent zu ziehen. Hm. Für diese Metadaten, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, die wirklich im Bildsystem zu pflegen, weil das ist nicht nur der Produktname, da kommt dann nachher noch viele andere Informationen dazu. Einmal, also es gibt schon länger eine, ist das in Diskussion, ob wir, wie gut das getestet wird, also ob das Wi-Fi richtig funktioniert oder irgendwie nur so ein bisschen oder gar nicht zum Beispiel. Hm. Und man möchte dann am Ende immer mehr Metainformationen damit reinspeichern, dass es dann vielleicht wirklich mehr Sinn macht, dass man die irgendwie außerhalb in einem Wiki oder was auch, oder in irgendeiner externen Datenbank, also du hast jetzt deinen JSON-File, dass man das da speichert und am Ende vielleicht auch editierbar macht für, ja, natürlich Nutzer. Könnte man natürlich auch in diese JSON-Datei nochmal, in Devices.js-Datei nochmal zusätzliche Informationen reinmachen, aber ich habe es jetzt absichtlich erstmal einfach gehalten. Man kann natürlich so irgendwie noch halt so ein bisschen schriftlich so Kommentare zu dem Modell halt reinschreiben, für welche Arten von Einsätzen das ist und so weiter und natürlich halt auch, ob der WLAN-Treiber ordentlich getestet ist, funktioniert, alles mögliche, 4-Sterne-Rating, das ist natürlich so ein Wildwuchs, wo ich gesagt habe, erstmal, ja, okay, ich mache es erstmal ganz einfach. Man kann es immer noch erweitern. Es ist vielleicht etwas, was man aus dem LEDI-Projekt vielleicht eher raushalten möchte dann. Weil das ist dann wieder so Metainformationen, die dann halt höchstwahrscheinlich dann nicht vom LEDI-Projekt akzeptiert werden würde. Ich habe mal eine Zeit lang im OpenWRT-Wiki einiges gepflegt und immer festgestellt, dass wenn man Hardware-Informationen braucht, dass man die zum Beispiel besser bei Wikidevi oder so findet. Mhm. Und daher finde ich eigentlich schon, dass solche Meta-Informationen bei LEDI mit rein sollten, gerade auch bei JSON und sowas. Mhm. Allein schon, was für Chips da drin sind, hat das Gerät 5 GHz, hat das Gerät 2,4 GHz. Das ist auch eine Sache, wo wir zum Beispiel als Freifunk-Community haben wir auf unserer Webseite eine Auflistung gemacht, wo man auch sieht, was jetzt ein Dualbandgerät ist und wie viel Megabit man wohl ungefähr damit per FastD rüberbekommt. Also das mit FastD, das ist jetzt natürlich eher für sowas hier interessant, aber was jetzt 2,4, was 5 GHz unterstützt und sowas, ich finde, das sollte wirklich in LEDI rein. Okay, ja, kann man darüber diskutieren. Ich denke mal, die meisten Leute kennen vielleicht das LEDI oder OpenWRT-Wiki. Es ist Kraut und Rüben, es hat viele wertvolle Informationen, aber sie sind im keinen Sinne halt jetzt direkt maschinenlesbar. Ja, bitte? Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du so ein bisschen Scheu davor, das selbst in LEDI zu integrieren. Vielleicht als Tipp einfach mal die Informationen, die du für sinnvoll hältst, die man da reinpacken kann, irgendwie als RFC oder irgendwie sowas auf die Mailingliste zu posten und einfach mal auf Resonanz zu hören vielleicht. Ich habe so ein bisschen halt in die Richtung schon gearbeitet. Jetzt mein kleines Ziel erstmal ist es halt, die Dateinamen so ein bisschen einheitlich zu bekommen. Da sind auch schon andere Leute halt dabei. Es ist ein langer Prozess, weil es sehr schwierig ist, das Bildsystem halt dementsprechend zu korrigieren halt an vielen Stellen.
dann eventuell auch Leute halt, die dann halt aufschreien, weil plötzlich die Dateinamen sich geändert haben. Also ich weiß nicht, ob wie das, also beim Gluon-Projekt müsste man wahrscheinlich eventuell auch noch ein bisschen Patches ändern, die dann nicht mehr applyen und so weiter. Also ich gehe erstmal halt so kleine Schritte halt, erstmal das eine und dann das andere. Ich habe da auch schon mal mit Leuten mich unterhalten halt auf der Mailingliste. Ich finde die Idee halt wunderbar erstmal, also da sind auch schon Leute dabei halt, das zu einheitlichen, aber es ist halt riesen viel Arbeit, wurde mir gesagt. Da wird demnächst halt hoffentlich mal was gemerged und dann gibt es noch ganz viele andere Targets, wo das Bildsystem wieder anders ist und das muss wieder angepasst werden. Da müssen andere Leute dann wieder ran. Ich habe da auch schon zwei ganz kleine Merges halt reingemacht, um das ein bisschen zu verbessern, aber es ist noch sehr viel Arbeit. Ja, bitte? Ja, ich will jetzt dich nicht unterbrechen, falls du noch was... Nö, ich bin eigentlich fertig. Wenn ich jetzt noch Internet hätte, könnte ich natürlich jetzt noch ein bisschen halt in dieser Devices.js zeigen halt, was für Mist da teilweise halt korrigiert werden muss. Also was eigentlich für einen normalen Nutzer auch, der sich ein bisschen mit Lady beschäftigt hat, so ein bisschen das Haare raufen halt provoziert. Aber insofern, ja, erzähl einfach und los, gehen wir weiter. Noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag, und zwar bei diesen Dropdowns, die wir hatten. Wir sehen es jetzt nicht, aber wir haben es ja vorhin gesehen. Ja. Wäre es vielleicht ein Verbesserungsvorschlag, dass man auch ein Eingabefeld hat mit Autovervollständigung? Okay. Ja, ist so ein Feature, was ich gerne hätte. Da muss ich sagen, der Code Dust von Freifunk Darmstadt, wo wir das Projekt ursprünglich geforkt von hatten, der hat das in eine etwas andere Richtung weiterentwickelt, und zwar gibt es da jetzt auch ein Suchfeld. Wir hoffen, das dann bei uns auch noch einzubauen, und Bilder zu den Modellen auch, was auch ganz nett ist. Es ist aber auch wieder so ein Krampf, weil Bilder von allen möglichen Modellen zu bekommen halt ist sehr schwierig. Meistens sind das halt irgendwelche Schemazeichnungen. Das sieht dann leider ein bisschen wie ein Fleckenteppich aus. Das ist halt auch wieder viel Arbeit einfach. Da muss man einfach schauen, ob man sich die Arbeit macht. Es sieht auf jeden Fall erstmal ganz gut aus. Und so ein Suchfeld, ja, nice to have. Also super Idee, wünsche ich mir auch. Vielleicht hat jemand Lust, einen Pull-Request zu machen. Ja, ist halt erstmal hinten dran geblieben. Aber jetzt erstmal das, was wir haben, funktioniert. Und wir sind erstmal glücklich. So ein Suchfeld wäre super. Danke.